So, liebe Frauen der Bewegung Maria 2.0, ich schicke euch ein kurzes Video zuerst als Prämisse. Ich bin kein Muttersprachler, also ich unterrichte Deutsch, aber mein Deutsch ist vielleicht nicht so gut wie bei einem Muttersprachler. Ne? Okay, also ihr dürft sagen, was ihr wollt. Natürlich sind wir in einer Demokratie. Ihr dürft sagen, was euch also am besten gefällt über das Thema Zölibat, oder das Thema Macht der Frauen in der Kirche, aber etwas dürft ihr nicht tun. Ihr dürft den Namen Maria nicht missbrauchen. Der Name der Heiligen Maria darf nicht missgebraucht werden. Ich erkläre warum. Also ihr sagt, dass die Frauen mehr Macht in der Kirche haben sollten und ihr benutzt den Namen Maria. Ihr sagt, wir wollen irgendwie eine neue Maria. Aber Maria hat selbst im Evangelium Lukas, in Lukas Evangelium bereits geschrieben, irgendwie steht, also in diesem Evangelium, was sie von ihrer Frau sein meinte. Das Einzige, worauf sie stolz war, war die Tatsache, dass sie Gott geboren hat. Das steht im Magnificat. Das ist leider vielleicht auf Latein, vielleicht lest ihr kein Latein mehr. Das spielt keine Rolle mehr für euch. Aber im Magnificat, das können wir auch auf Latein lesen, steht ganz klar, was der einzige Stolz von Maria als Frau war. Die Tatsache, dass sie wirklich Mutter Gottes, aus einer Gnade, die von Gott kam, hatte sie also diese große Gnade, aber worauf, das war der einzige Stolz, aber Stolz nicht für sich selbst, sondern Stolz für die Menschen. Die wollte einfach nur die Gebärerin sein von Gott. Und das sagt ganz klar, im Evangelium Lukas, wie gesagt, steht Magnificat anima mea Domino et exultavit spiritus meus in Domino Salvatore meo, quia respexit humilitatem ancille sue. Ihr wisst, was bedeutet Ancilla auf Latein, das bedeutet Dienerin. Das war der einzige Stolz, Maria, die wollte Dienerin sein, Dienerin Gottes. Okay, das war der einzige Stolz, Maria. So andere Dinge, wenn ihr sagt, wir wollen mehr Macht in Anspruch nehmen auf den Namen Maria, das ist total falsch, das ist eine Blasphemie gegenüber der Heiligen Maria. Die verdient diesen einzigen Stolz. Sie ist heilig, weil sie keusch war, weil sie Jungfrau war und Jungfrau ihr ganzes Leben lang geblieben ist. Ihr dürft nicht den Namen Maria so missbrauchen. Das war Humilitas. Bescheidenheit war ihr einziger Stolz. Und wenn ihr sagt, wir wollen im Namen Maria das sagen, das ist total falsch. Das sind eure Ansprüche. Ich dürfte das in einem demokratischen Land sagen, vielleicht die Kirche wird das nie akzeptieren, die katholische Kirche vielleicht der Papst wird das akzeptieren, aber den Namen Maria dürft ich nicht missbrauchen. Das war Humilitas und Ancilla. Das waren die einzigen Sachen, die Maria über sich selbst gesagt hat. Sonst war ihr ganzes Leben ein Lob Gottes. Sie wollte nichts anderes für sich, als Gott zu loben. Also ihr ganzer Körper war Lob von Gott. Ein einziger Lob von Gott. Nichts anderes. So, Maria zu benutzen als eine, die erste, Vertreterin der Frauenbewegung ist total falsch. Ihr könnt das Vorbild Maria nicht akzeptieren, ihr könnt sagen, das ist total falsch für unsere Epoche, wir wollen moderne Frauen sein, vielleicht wollt ihr keine katholische, keine christliche Frauen mehr sein, das ist kein Thema, aber das ist das Vorbild Maria. Wir dürfen das nicht verändern, sonst würden wir die Heilige Schrift verändern. Ich sage das nochmal wieder, also Lukas Evangelium, das steht ganz fest geschrieben. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, da steht Humilitas und Ancilla, Ancilla Domini. Das ist der Name Maria, Ancilla Domini, nichts anderes. Bescheidenheit, Dienerin Gottes. Keine Vertreterin der Frauenbewegung. Das ist alles, was Maria ist.